Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, mein Patenkind Eminem Aljoscha bekommt im Zeugnis eine 5 in Mathe. Dabei ist seine Tante doch die geborene Mathematikerin. Weil ich jemand bin, der teilen kann? Nee, weil du deine Kunden dauernd abziehst. Einmal die 4 und den Rotstift hier. Momentchen mal bitte. Stefan, es würde garantiert keiner mehr sitzen bleiben, wenn man die Fächer in der Schule mal der heutigen Zeit anpassen würde. Statt Erdkunde hätte man Google Maps, aus dem Fach Deutsch wird Instagrammatik und Sozialkunde Social Media Kunde. Es langt auch, wenn man die Matheaufgaben einfach mal der Zeit anpasst. Zum Beispiel, die Chipsschüssel braucht 5 Minuten ins Kinderzimmer, der Rückweg dauert 3 Wochen. Aufgabe, berechne den Gegenwind. Gute Idee. Also das Sitzenbleiben in der Schule kostet den Steuerzahler jedes Jahr 931 Millionen Euro. Zu unserer Zeit gab's für ein schlechtes Zeugnis ja noch eine Tracht Prügel. Das ist heute auch noch so. Nicht dein Ernst. Doch, nur halt für den Lehrer. 97 Euro, sammeln Sie Klausurpunkte, haben Sie eine Schülercard oder sind Sie im Yogis Jungs Club? Yogis Jungs Club? Die haben sich bei den Mexikanern ja auch ganz schön verrechnet. Ankes Tanke in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.